Hi, moin, hier ist wieder euer Frank aus Wilhelmshaven am Napur, Buse in der Jade mit das nächste Video für euch. Ja, von dem Weihnachtsmarkt, den ich am, wie Datum war das noch? Genau, am 16.12.2022 besucht habe in Kiel. Das war ja da, wo viel Schnee lag, das sieht man ja in das Video davor. Und hier nochmal kurz eine Entschuldigung für letztes Mal für die Tonqualität, die war nicht so toll. Ich habe teste gerade hier verschiedene Mikrofone, habe natürlich hier auch schon ein größeres Setup, weil ich ja schon mal einiges machen wollte. Bin noch nie zu kommen, das ist jetzt mal ein schönes, gutes Rode-Mikrofon. Die Qualität müsste auf jeden Fall da viel, viel besser sein. Aber jetzt erstmal den Intro, bis gleich. Und... da seid ihr schon wieder. Wunderbar. So, ja, wie gesagt, das Video dreht ja von dem Weihnachtsmarkt am 16.12. Das war den Freitag, wo ich denn dort mit meiner Partnerin war und, und ihrer Mutter. Die sind auch auf dem Video beide zu sehen. Ja, in Bilderform so gesehen. Das eine Bild, wo meine Partnerin zu sehen ist, das war ein Geschäft gewesen, dort auf dem Weihnachtsmarkt. Nicht wundern, das ist keine Fotomontage, das sieht tatsächlich so aus. Die Kamera hat da richtig gut fokussiert, das ist mir aber erst nachhinein aufgefallen. Ja, und mal kleine Anekdote, was hier noch so im Weihnachtsmarkt passiert ist. Wir sind ja schön spazieren gegangen dort und ja, auf der Rücktour von dem einen Weihnachtsmarkt zu den anderen, da ja Kiel mehrere Weihnachtsmärkte hat, sind wir in der Geschäftsstraße gelaufen, da hatte ich ihre Mutter geschoben gehabt, da sagt mein Partner, okay, ich schiebe jetzt mal weiter, löse ich mal ab. So, sind wir ganz weit rechts drüber gelaufen, wo weniger Schnee lag. Ja, ich bin dann neben ihr gelaufen, wie es so ist. Ja, oh, plötzlich machte mein linker Fuß bei einem bestimmten Schritt plötzlich den Weg nach links weg. Ja, und ich kam dann ins Rutschen so gesehen und meine Partnerin läuft weiter und kriegt gar nicht mit, dass ich mich so gesehen ganz langsam Richtung Boden bewegt habe, mich so gesehen auf den Backen gelegt habe. Ja, da lag ich natürlich da wie so ein toter Fisch. Konnte nicht wieder hoch, weil es so glatt war, aber die Kieler Bürger, muss ich sagen, super. Daumen hoch. Mhm. Waren schnell da. Eine Frau rief gleich sofort Hilfe. Kamen gleich drei junge Leute an, die mich dann wieder hochgeholfen haben, so dass ich dann mich erstmal wieder hinstellen konnte. Und da hat meine Partnerin sich erst umgedreht und gesagt, ey Schatz, hätte sich fast hingelegt, ist ja fast da, ich lag da schon. Die guten Leute haben mir gerade geholfen. Also das war nebenbei. Also mir gar nicht aufgefallen, dass ich gar nicht mehr da gewesen bin. So, aber nun wünsche ich euch viel Spaß beim Anschauen mit dem Video. Die nächsten werden auf jeden Fall noch folgen. Hab ja noch ein kurzes hier von Silvester, muss ich mal gucken. Da war ich ja hier in Wilhelmshaven mit meiner Partnerin im B&B-Hotel in Wilhelmshaven. Waren geile Aufnahmen, hab so ein kleines Video gemacht. Mal gucken, ob ich das hochlade, wird nicht viel sein. Dann waren wir noch im Dezember hier im Küstenmuseum gewesen, hier in Wilhelmshaven. Da habe ich auch ein paar Bilder gemacht, werde ich auch nochmal hochjagen zum Anschauen. Mal gucken, was ich so in nächster Zeit alles für euch hier auf diesem Kanal mache. Wie gesagt, noch liegen beide Kanäle zusammen, Frank Ericke und Hannis Kohlkneipe. Wird auch nochmal getrennt, weil Hannis Kohlkneipe wird dann eher Richtung Spielegeschichte gehen, weil ich ja auch ein World of Warships-Spieler bin. Und auch einen Clan habe und da werden wir einiges noch machen und da will ich auch nochmal reaktivieren. Aber es kostet alles viel Zeit. Ja, und ja, schauen wir mal, was so nächster Zukunft bringt. Man sieht hier 17.55 Uhr, das ist heute Samstag, Quatsch, Sonntag, der 15., wo ich diese Aufnahme gerade gemacht habe. Ja, ja, wünsche euch viel Spaß beim Anschauen und bis zum nächsten Mal. Und
Thank you.
Dann.